Hallo, seid gegrüßt. Heute ist wieder ein sonniger Tag und der Sommer neigt sich dem Ende zu. Man sieht es an den Sommerastern, denn sie begannen zu blühen. Ich will euch heute eine gelb-schwarz gezeichnete Insektenart vorstellen, die im August und September vermehrt auftreten kann. Mit Beginn der Blüte der Herbstastern sind fast alle verschwunden, weil ihre Lebenszeit abgelaufen ist. Ihr habt es schon geahnt, es sind die Wespen, über die ich berichte. Wir sehen uns heute ihren Körper und die Lebensweisen genauer an. Normalerweise besuchen Wespen nur Blüten, um an süßen, energiereichen Nektar zu gelangen. Oder sie jagen schädliche Insekten, wie zum Beispiel Blattläuse. Größere Beutetiere überwältigen sie mit Hilfe ihres Giftes. Sie können ihren Stachel einsetzen, ohne ihn zu verlieren, denn dieser hat fast keine Widerhaken. Der Hinterleib zeigt auch nach dem Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.